Sie riskieren jeden einzelnen Tag ihr Leben, doch auf das, was jetzt auch die Politik Krieg nennt, sind die deutschen Soldaten offenbar nur unzureichend vorbereitet. Wir treffen einen Oberfeldwebel, er war in Kunduz und Masai-Scharif fast täglich auf Patrouille in einem sogenannten Dingo. Er ist immer noch bei der Bundeswehr, möchte deshalb nicht erkannt werden. Bei mir war es halt so, ich bin erst in den Einsatz geflogen, wurde dann an diesem Fahrzeug so nach 30 Minuten, eine Stunde ausgebildet, durfte dann einmal im Kreis fahren und war dann fertig mit der Ausbildung. Auch um Ausrüstung wie Rauch- oder Signalgranaten musste der 34-Jährige förmlich betteln. Grund, die Bundeswehr sei gehalten, die Kosten in Afghanistan zu begrenzen, sagt er. Also die erste Aussage war, dass ich die Sachen nicht bekomme, dass das Vorkontingent dieses auch nicht benutzt, brauchte. Und ich musste wirklich bis zum nächsthöheren Disziplinarvorgesetzten gehen, um diese Sachen so gut zu begründen, damit sie mir die aus der Waffenkammer aushändigen, weil es halt alles sehr viel Geld kostet. Ganz davon abgesehen, so der Oberfeldwebel, dass die Soldaten vor Ort in der Vergangenheit schlichtweg das falsche Material erhielten. In meinem Fall war es halt so, ich habe das Maschinengewehr G36 bekommen und bin in meinem Fahrzeug gefahren, was eine Maschinenpistole MP7-Halterung hatte. Und ich musste dann für mich meine Schwerpunktwaffe halt hinten in den Kofferraum stellen. Nach Afghanistan will der Oberfeldwebel dennoch wieder und hofft nun gemeinsam mit seinen Kameraden auf die Politik. Bessere Ausbildung, angemessene Ausrüstung für das, was die Soldaten schon längst einen Krieg nennen.